Hallo liebe Aktienfreunde und willkommen zu den Börsen-News der Woche. Mein Name ist Franz Lützelberger und das sind unsere heutigen Themen. Stellantis kauft Carsharing, BP mit Mega-Abschreibung, Twitter mit Abos zum Profit, Flash-Crash in Stockholm, Citigroup im Fadenkreuz, PayPals Kampf gegen Apple, Aston Martin mit Führungswechsel, Sandstorm Gold mit massiven Zukäufen, Meta und der Schlag vom Kartellamt. Paradox Interactive mit Befreiungsschlag. Viel Spaß! Die Kooperation zwischen BMW und Mercedes, die sich vor 3 Jahren ergab, sollte die Konzerne auf eine neue Etappe der Autoindustrie hieven. Doch nun nimmt dies überraschend ein Ende. Es geht um Carsharing, und zwar der Dienst Share Now, der nun an die Opel-Mutter Stellantis verkauft werden soll. Diese haben mit ihrem Modell, und zwar Free to Move, schon eine Menge Erfahrung in diesem Gebiet, und nun wollen sie Share Now nun endlich profitabel machen. Diese haben in Europa aktuell 11.000 Autos und angeblich auch 3,4 Millionen Kunden, aber das Geschäft gestaltet sich schwierig. Nicht zuletzt wegen dem Umgang der Kunden mit den Mietfahrzeugen und eben auch Probleme mit den Stadtverwaltungen zwecks den Parklizenzen. Nach dem Führungswechsel bei BMW und Daimler wurde dann schon angekündigt, sich wieder auf das Kerngeschäft zu fokussieren, also eben Autos bauen. Stellantis hat jedenfalls große Pläne mit Schernau. Ihre eigene Flotte beläuft sich mit Free to Move nur auf 2500 Autos und das soll eben jetzt massiv anwachsen. Sie rechnen bis Ende des Jahrzehnts mit 15 Millionen aktiven Kunden und einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Der britische Ölgigant BP präsentierte mit seinen Q1-Zahlen einen gewaltigen Verlust, 20,4 Milliarden Dollar im Minus, also Grund zur Panik? Eher nein, also das operative Geschäft läuft nämlich ziemlich gut für BP. Man verdiente nach der Bereinigung der Sondereffekte sogar mehr wie erwartet, ganze 6,25 Milliarden plus und das ist gut doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Ursächlich für die miserablen Zahlen war eben die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft und dem aktuellen Rückzug aus den russischen Beteiligungen. Also BP war mit gut 20% an Rosneft beteiligt und musste sich nun davon trennen. Dies führte eben zur aktuellen Wertminderung im Gesamtergebnis. Die Übernahme durch Elon Musk ist gesichert, doch nun gab dieser der Öffentlichkeit seine Gedanken zu Twitters Zukunft bekannt, natürlich als Tweet. Zum einen die Meinungsfreiheit, jeder soll schreiben können, was er möchte, egal welcher politischen Einstellung er ist, prinzipiell ein löbliches Ziel, doch ein sehr strittiges Thema. Twitter ist ein weltweit operierender Konzern und könnte mit dieser Einstellung eben in Konflikt mit regionalen Behörden kommen. Und nicht nur in den Autokratenstaaten, sondern eben auch in der EU. Hier wird die Verbreitung extremistischen Gedankenguts und auch der Aufruf zur Gewalt natürlich nicht gerne gesehen. Mit dem neuen Digital Service Act und auch dem Digital Market Act definiert die EU zum Beispiel neue Rahmenbedingungen für Unternehmen, die im Internet ihre Services anbieten. Neben kartellrechtliche Belange wie zum Beispiel Marktmachtmissbrauch sollen hier ebenfalls Unternehmen reguliert werden, um strafbare Inhalte zu vermeiden. Es bleibt also abzuwarten, ob Musk Pläne nicht am politischen Widerstand zerschellen. Ebenfalls will er Twitter stärker monetarisieren. Private Nutzer werden hiervon nicht betroffen, aber Unternehmen und Behörden sollen in Zukunft für die Nutzung des Nachrichtendienstes bezahlen und das mit einem Abo-Service. Also aktuell verdient man eben mit Werbetweets, doch Musk findet hier ein Abo-Modell wesentlich effektiver. Nach erfolgreicher Übernahme soll der Konzern von der Börse genommen werden, aber Musk warb laut Wall Street Journal schon bei Investoren mit dem Ziel, Twitter in einigen Jahren wieder ans Börsenparkett zu führen. Am Montagvormittag erschütterte ein starker Kursrutsch die Stockholmer Börse. Der Leitindex OMX Stockholm 30 brach innerhalb von Minuten um 8% ein. Selbst der Eurostoxx 50 verlor 3%. 300 Milliarden Euro Marktkapitalisierung verpufften. Und der Grund? Ein Trader des amerikanischen Bankenkonzerns Citigroup soll bei einer Transaktion ein Fehler unterlaufen sein. Ein massives Paket mit vorwiegend schwedischen Aktien kam völlig überraschend auf den Markt und drückte die Kurse. Dieser Flash-Crash war auch in anderen europäischen Staaten zu spüren. Der Konzern konnte dies korrigieren und übernahm auch die Verantwortung für diesen Vorgang. Doch eigentlich unglaublich, wie viel Einfluss einzelne Akteure auf den Markt haben. Ebenso fragt man sich doch, wie sowas bei funktionierenden Kontrollmechanismen überhaupt passieren kann. Und dies wird schwerwiegende Konsequenzen für die Citigroup nach sich ziehen, zumal dies auch nicht das erste Mal war, dass so eine Panne passiert ist. 2020 überwies die Bank fälschlicherweise 900 Millionen Dollar, was letztlich zu einer Geldstrafe wegen mangelnder Risiko- und Kontrollsystem für den Konzern führte, ganze 400 Millionen Strafzahlung. Unabhängig von erneut drohenden Strafen bedeutet die aktuelle Panne einen schweren Vertrauens- und Imageverlust für die US-Bank.
Apple steht erneut im Fadenkreuz der europäischen Wettbewerbshüter. Der US-Konzern verstößt mutmaßlich gegen EU-Vorschriften und konkret geht es hier um die Nutzung der verbauten NFC-Chips, die auf den iPhone das kontaktlose Bezahlen mit Apple Pay ermöglichen, aber eben nur mit Apple Pay. Und dies gab den Konkurrenten PayPal einen Grund, um ein Verfahren anzustoßen. Am 2. Mai gab nun die EU-Kommission bekannt, nach monatelanger Recherche genug Anhaltspunkte zu haben, um die Vorwürfe zu bestätigen. Apple argumentierte hingegen, dass PayPal sich auch bei Apple-Usern einer großen Beliebtheit erfreut und ihnen eine Teilnahme bei Apple Pay möglich sei. Es bleibt also spannend, da Apple so auch nun hohe Bußgelder drohen würden. Der britische Sportwagenhersteller Aston Martin überrascht aktuell mit einem Führungswechsel. Der CEO Tobias Moers, auf dem viel Hoffnung lag, trat mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt zurück. Ob das schwache operative Geschäft die Ursache ist, bleibt dabei fraglich. Die Q1-Zahlen waren jedenfalls miserabel und der Verlust weitete sich aus. 111 Millionen Pfund gegenüber 42 Millionen Verlust im Vorjahr. Als Nachfolger hat Aston allerdings ein Schwergewicht an Bord geholt, und zwar Amedeo Felicia, der ehemalige CEO von Ferrari, der den italienischen Traditionskonzern von 2008 bis 2016 leitete. Felicia bringt auch seinen alten Kompagnon mit, und zwar Roberto Fedeli. Dieser gilt als Erfinder des ersten Hybrid-Sportwagens und wird bei Aston nun der neue CDO. Diese Neubesetzung sollen eben den Bau von Sportwagen der neuen Generation vorantreiben und auch den Weg zur Elektrifizierung ebnen. Aber generell wilde Zeiten für Aston, würde ich mal sagen. Erst im Januar wurde der CFO, also der Finanzchef, nach nur 18 Monaten im Amt ausgetauscht. Also was meinst du, wird die neue Spitze den Turnaround schaffen? Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Das in Kanada ansässige Streaming- und Reality-Unternehmen, das sich auf Gold spezialisiert hat, gab am 2. Mai eine gewichtige Übernahme bekannt. In dem Sinne schon mal Dank an unseren treuen Zuschauer Leo Messi, der uns auf diese Nachricht hingewiesen hat. Also schöner Gruß geht raus. Sandstorms Geschäft bezieht sich auf die Finanzierung für Bergbauunternehmen mittels Lizenzen. Also insgesamt besitzt die Firma 229 davon, wovon 28 minenproduktiv sind und Sandstorm eben an den Einnahmen beteiligen. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden US-Dollar zählen sie aber nicht gerade als Schwergewicht. Nun konnten sie sich allerdings mit Norman Royalty Company zu einer freundlichen Übernahme einigen. 570 Millionen US-Dollar sollen gezahlt werden, ebenso ein weiterer Zukauf 525 Millionen für Basecore Reality Package. Also das Ganze mit dem Ziel, sich natürlich weiter zu diversifizieren. So sollen neben den weiteren Goldbaulizenzen auch Silber- und Kupferexpositionen gestärkt werden und mit dem Deal von Norman kommen eben 20 Lizenzen und Stream Assets hinzu, von denen derzeit 7 fördernde Minen dabei sind und auch Basecore. Hier kommen 10 Lizenzen hinzu, die sich auf 3 Minen beziehen. Die komplette Übernahme soll dann bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Der nun schon 3 Jahre andauernde Konflikt zwischen dem Bundeskartellamt und Meta kommt nun auf eine neue Ebene. Der Streitpunkt ist der Plan, Meta seine Nutzerdaten aller Plattformen zusammenzuführen. Ebenso stehen die Pläne rund ums Metaverse im Fokus. Nun stellte das Bundeskartellamt offiziell die überragende marktübergreifende Bedeutung fest. Und das erleichtert es Behörden in Zukunft, gegen den Konzern vorzugehen. Man will den Konzern einer verschärften Wettbewerbskontrolle unterwerfen. Bisher hatte bei den Big Techs nur Alphabet im Januar diesen Jahres diesen Status vom Kartellamt bekommen und steht unter strenger Beobachtung. Weitere Verfahren laufen derzeit gegen Amazon und Apple. Meta akzeptierte jedenfalls diese Entscheidung und will nicht juristisch dagegen vorgehen. Man will konstruktiv mit den Behörden zusammenarbeiten und der neue Status gilt übrigens für 5 Jahre. Der angeschlagene schwedische Spieleentwickler Paradox Interactive gelang diese Woche ein Befreiungsschlag. Nach den vermeldeten Q1-Zahlen schoss der Kurs im zweistelligen Bereich nach oben. Der Umsatz konnte 31% gesteigert werden, der operative Gewinn sogar um 125%. Die stärksten Quartalsergebnisse der Firmengeschichte. Und das ohne einen relevanten Release, also nur DLCs wurden veröffentlicht. Also die Strategie des Konzerns, seine IPs über viele Jahre hinweg aufzubauen und konstant Content zu liefern, scheint zu funktionieren. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten sind bei Paradox alte Spiele nämlich eher wie guter Wein. Sie reifen und die aktiven Spielerzahlen drücken dies gut aus. Mit 15 Entwicklungen im Portfolio, aber keinen relevanten Release-Termin, bleibt es aber weiterhin spannend um die Firma. Und mit hoher Volatilität im Aktienkurs sollte gerechnet werden. Also, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und wenn dem so ist, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe auch, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt News der Woche. Tschüss!